ist auch ein bisschen heiss, aber um was es mir heute eigentlich wirklich geht, ist, wie viel Sprache redest du? Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch, wie ich, Italienisch oder selbstverständlich Englisch? Redest du auch Körper? Ja, das hast du mich richtig verstanden, Körper. Wir haben doch da so unseren Kopf, so die oberste Instanz. Wenn die wehtut, okay, dann hast du vielleicht den Kopf angeschlagen irgendwo, weil das Kästchen offen lässt, also ein Samoda, wo ich kann. Und dann tut es im Moment ziemlich weh und dann überlege ich mir, über was muss ich nachdenken. Dann, wenn ich eins zu gegügelt habe, dann weiss ich auch, warum das mir den Kopf wehtut. Was ist der Normalfall bei dir? Stress? Hast du keine Zeit zum Trinken? Pause machst du nur, wenn du gehst rauchen oder mit anderen rausgehst? Gehst du sogar am Mittag Business Lunch? Also kannst du wie nicht mehr geniessen, muss immer alles miteinander verbunden sein. Nimmst du Zeit für dich? Willst du gerne die Sprache kennenlernen von deinem Körper? Ein bisschen mehr verstehen, was er macht und wieso er das macht? Du weißt, wie du mich kannst erreichen, oder? Und übrigens, das Bild da, das da, das ist auf Papier von Zara mitgebracht hat aus Hongkong. Das ist entstanden, Kurs, den wir gemacht haben, das ist ein Wochenendseminar, Bewusstsein schafft Klarheit. Mit dem Kernthema ist das gewesen, Art Therapy. Machen wir übrigens nächstes Jahr wieder. Wenn du auf dem Laufenden bleiben, melde dich bei mir. Und jetzt kommt mein Kunde und tschüss und ciao.